wird wirtschaftlich immer uninteressanter, da tatsächlich Braunkohle zu fördern. Und es ist einfach, auch der politische Druck ist inzwischen so hoch, ich glaube das nicht mehr. Es kann sein, dass der Hambacher Wald verschwindet. Dennoch, wenn der Hambacher Wald wegkommt, dann gucken wir von Buer aus, weil wir ja bleiben müssen, auf ein riesiges Loch. Das hat im Moment so Dimensionen von ungefähr 8 Kilometer in die eine Richtung und 10, 11 Kilometer in die andere Richtung, 440 Meter Tiefe. Das ist für mich ein Grauen. Also das ist wirklich so empfunden, Ende der Welt. Und das ist eben auch so für mich ganz wichtig, diesen Hambacher Wald zu erhalten, weil er auf der einen Seite uns gesundheitlich schützt, er filtert die Emissionen raus wie Feinstaub, aber er ist auch ein unheimlicher seelischer Schutz. Wenn der weg ist, dann weiß ich nicht, ob ich da in diesem Ort bleiben kann. Mannheim ist noch unser Nachbarort, aber ein sterbender Ort, weil dieser Ort wird wegen der Braunkohle umgesiedelt. Umgesiedelt heißt tatsächlich, dass alle Menschen, die hier leben, in einem bestimmten Zeitrahmen diesen Ort verlassen müssen. Es gibt also keine Chance, hier zu bleiben. Menschen, die hier vielleicht ihr ganzes Leben schon in mehreren Generationen auch verbracht haben, werden also quasi hier entwurzelt und woanders hingeschickt. Es gibt einen Ort Neumannheim, der dann entsteht. Da ziehen ungefähr so um die 60% der Menschen von hier hin und die anderen verteilen sich irgendwo. Manche Leute leben noch hier, das sind vor allen Dingen die älteren Leute, so ab 80 aufwärts. Und dann hört man immer von den Leuten, naja, am liebsten wäre es uns, wenn wir hier mit der Kiste aus dem Haus rausgetragen werden.